Hey Leute, Marc Bellinghaus. Ich habe mal eine Frage. Habt ihr schon mal so einen gelben Brief vom Amtsgericht bekommen? Ich könnte damit meine Wände tapezieren. Und die Justiz Münster, obwohl ich denen jetzt diesen Skandal um die Ohren haue, hören nicht auf. Ich habe gerade heute, ich denke mir wieder, was könnte das wohl sein? Eine neue Klage. Jetzt kommt daraus eine Umladung in der einstweiligen Anordnungssache Schmidt gegen Bellotti findet der Termin vom 16.04.24 nicht statt. Grund der Verlegung: Entscheidung über den Befangenheitsantrag. Aha, ich habe nämlich gegen den Richter Befangenheit erklärt, weil der mir von diesem Anwalt Nölke, der mich mit so vielen Verfahren belagert hat und wirklich kriminell ist. Ich habe ihn angezeigt, das wurde einfach eingestellt. Ich werde es nochmal tun, weil dieser Kerl hat alles verloren gegen mich mit seiner Partnerin Patricia Ruscha. Und dieser Anwalt, dieser Richter hier, der mir diese Gewaltschutzanordnung gegen Bellotti bisher noch nicht zugesagt hat, der wird anscheinend doch abgelehnt, beziehungsweise jemand anderes kommt. Man muss sich mal vorstellen, ich bin von diesem Kerl, von meinem Schwager Bellotti, Antonio Bellotti, fast tot geboxt worden. Ich hatte drei, vier Gewaltschutzanordnungen in den letzten 13 Jahren gegen den Kerl. Der hat bei meiner Mutter und mir nebenan die Türe eingetreten. Die Polizei ist gekommen, der ist abgehauen. Der hat mich bedroht, meinen Vermieter, einen 75-jährigen Mann, bedroht, hat von seiner Mafia geredet und lauter so eine Scheiße. Und wo leben wir eigentlich? Dass ich hier Angst haben muss, ich habe den Kerl auch aufgenommen und ins Internet gestellt als meinen Schutz. Ich weiß nicht, ob der hier wieder lauert. Er hat meiner Mutter damals mehrmals aufgelauert. Er hat versucht, mich zusammen zu boxen. Ich habe im letzten Moment, konnte ich noch flüchten mit dem Auto. Es sind hier Zustände wie Sodom und Gomorra und die Justiz macht das ganz offensichtlich weiter. Und ich mache jetzt extra deswegen hier einen Vermerk, einen Video. Ich mache das jetzt alles auf Video, weil mir glaubt das sonst keiner. Es glaubt wirklich sonst keiner und denkt, ich bin verrückt hier. Aber das geht nicht. Leute von der Justiz, Herr Schambert, Herr Frobel und Herr Wrobel, das ist Volksverarsche. Ich fühle mich von diesem Antonio Bellotti bedroht. Der lässt mich nicht in Ruhe. Er hat einen Haufen Schund geschrieben. Das ist scheißegal. Ich will den Kerl nicht sehen. Ich will meine Ruhe vor ihm. Ich habe das Recht. Ich bin von ihm zusammengedroschen worden und habe es damals verpasst, ihn anzuzeigen beziehungsweise vor Gericht. Sonst wäre er in den Knast gekommen wegen schwerer Körperverletzung. Das ist die Wahrheit. Und ich erwarte, dass ich eine Gewaltschutzanordnung zum Höchstmaß, Höchstdauer bekomme, weil ich vor diesem Kerl meine Ruhe will. Da habe ich das Recht dazu als Bürger dieses Landes und noch dazu vollkommen unschuldiger Bürger. Dankeschön.